Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Heute am 4. Fastensonntag möchte ich Sie zu etwas ganz Besonderem einladen. Wir feiern am kommenden Donnerstagabend ein Fest der Versöhnung mit Osterbeichte hier in der Kirche. Es ist das erste Mal, dass wir in Wiener Neustadt so etwas tun, was alle Pfarren gemeinsam verbinden soll. Wir werden einen Wortgottesdienst feiern. Pater Anton Lesser von Maria Schutz wird die Predigt halten. Und anschließend daran werden hier in der Kirche etwa 10 Priester zur Verfügung stehen, damit die Menschen in einem persönlichen Gespräch in der Beichte ihre Sünden bekennen können und sich mit Gott versöhnen lassen. Das Ganze schließt dann ab, dass wir gemeinsam ein Danklied singen und gemeinsam zur Agape gehen, weil wir ein Fest feiern, das Fest der Versöhnung mit Gott und untereinander. Es ist das erste Mal, dass wir so etwas versuchen. Ich habe es in Baden erlebt und es hat mich sehr beeindruckt. Ich hoffe, dass auch Sie sich ansprechen lassen. Versöhnung ist nie ganz leicht, weil wir unsere eigenen Schwierigkeiten mitbringen. Aber gerade als Pfarrgemeinde, als Gemeinschaft der Christen dieser Stadt, sich zusammenzufinden, zu sagen, ja, wir haben gesündigt, aber Gott nimmt uns wieder an, er verzeiht uns, er will sich mit uns versöhnen. Das ist das Große, das wir an diesem Abend erleben können. Nicht nur jeder persönlich, sondern wir als Gemeinschaft, sodass wir dann auch gemeinsam als Versöhnte vor Gott stehen und einander begrüßen dürfen. Ich lade Sie herzlich ein, wenn Sie in der Nähe von Wiener Neustadt zu Hause sind, am Donnerstag, dem 15. März um 18.30 Uhr hier in der Kirche. Kommen Sie, Sie werden es nicht bereuen. Es ist etwas, das uns wirklich aufbaut und erfreut, weil Versöhnung so schwer und so schön ist. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gottes Liebe empfangen und durch Ihr Leben bezeugen können. Auf Wiedersehen, alles Gute.